The music this weekend has been fantastic. Thank you very much to all who have been responsible for the music. It's been beautiful. Also die Musik an diesem Wochenende war wirklich sehr schön und ich bedanke mich für alle, die für die Musik verantwortlich waren. And forgive me for not using a little more German while I've been standing here. Und vergebt, dass ich nicht mehr Deutsch benutze, wenn ich hier stehe. Frau Schneider would be a little disappointed that I didn't endeavor to speak more German. Who would be disappointed? Frau Schneider. Ah, Frau Schneider. Oh ja, yeah, Frau. You know Frau Schneider. No. Ja. Ja, Frau Schneider wäre sehr frustriert, wenn sie mich jetzt hier sehen würde. Frau Schneider was my German teacher im Gymnasium. So, und ja. And she was lovely. Also die Frau Schneider war ganz wunderbar. Well, perhaps the very best thing we can do is to pray and expect God's blessing. Let's just pray together. Lasst uns gemeinsam beten und Gottes Segen erwarten. Our heavenly Father, we come to you today in the name of Jesus, your Son. Lieber himmlischer Vater, wir kommen heute zu dir im Namen Jesu, deines Sohnes. We thank you that you've blessed us so richly this weekend. Wir danken dir, dass du uns an diesem Wochenende so reich gesegnet hast. We thank you that we can rejoice in the wonderful truths that you have given to us as a people. Wir danken dir, dass wir in den wunderbaren Wahrheiten, die du deinem Volk gegeben hast, uns erfreuen können. The work before us is great. Das Werk, das vor uns liegt, ist groß. But we thank you that our hope is in you. Aber wir danken dir, dass unsere Hoffnung in dir ruht und liegt. Please bless us again as we gather around the Bible. Bitte segne uns noch einmal, wenn wir uns jetzt um die Bibel herum versammeln. Move powerfully by your Holy Spirit. Wirke ganz kraftvoll durch deinen Heiligen Geist. And when we leave this place, sodass wir diesen Ort verlassen and when this weekend is done, und das Wochenende vorbei ist. Grant that we won't ever be the same again. Bitte bewirke doch, dass wir nie wieder dieselben sein werden. That our love for you will have grown, sondern dass unsere Liebe zu dir gewachsen sein wird. And that our confidence in you will be stronger than it has ever been. Und dass unser Vertrauen in dich stärker sein wird, als es jemals zuvor gewesen ist. Bless us now, we pray in Jesus' name. Segne uns jetzt, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. I'm very blessed to have four brothers. Ich bin sehr gesegnet, vier Brüder zu haben. I'm the youngest of seven children. Ich bin der jüngste von sieben Kindern. My older brothers and sisters say I'm the one who was spoiled by my parents. Die älteren Geschwister sagen, ich bin derjenige, der von den Eltern verdorben worden ist. I would like to tell you that's not true. Ich würde gerne euch sagen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. One of my brothers is a Seventh-day Adventist. Einer meiner Brüder ist ein Siebenten-Tags-Adventist. And really, I'm standing here today because of his witness in my life. Und wirklich stehe ich eigentlich hier, weil in meinem Leben Zeugnis gegeben hat. It's a longish sort of a story. Es ist eine Geschichte, die etwas länglich ist. But it gets to a point when he gave to me a copy of the Great Controversy. Aber der Hauptpunkt dieser Geschichte ist, dass irgendwann mal das Buch Der große Kampf mir überreicht hat. In fact, he gave me the Great Controversy three times. Also um genau zu sein, hat mir das Buch dreimal geschenkt. The third time he gave it to me, I read it. Beim dritten Mal habe ich es dann auch tatsächlich gelesen. And my life has never been the same. Und seitdem ist mein Leben niemals dasselbe gewesen. When that brother was baptized, als dieser Bruder getauft wurde, he was profoundly convinced that he was the last one baptized before Jesus came back. Als getauft wurde, war wirklich tief davon überzeugt, dass der letzte war, der getauft wurde, bevor Jesus wiederkommt. He's an intelligent man. Ist ein sehr intelligenter Mensch. And made it his business to study the Bible. Und hat sich wirklich daran gemacht, die Bibel zu studieren. He was familiar with the signs of Christ's coming. Kannte die Zeichen, die auf die Wiederkunft Jesu hindeuten. He knew that what he saw going on in the world mirrored what was written in the Bible. Und sah, dass die Dinge, die in der Welt vor sich gingen, wirklich dem entsprachen, was in der Bibel geschrieben war. So he was certain that he had been baptized just in time to be ready to meet Jesus. Und war sich sicher, dass gerade noch rechtzeitig getauft worden war, bereit zu sein, Jesus zu begegnen. The year he was baptized, the Vietnam War ended. In jenem Jahr endete gerade der Vietnamkrieg.
Wimbledon Tennis Tournament was won by Arthur Ashe. Und das Wimbledon-Turnier wurde von Arthur Ashe im Tennis gewonnen. The Munich Olympic Games had been held only 3 years before. Nur 3 Jahre zuvor sind die Olympischen Spiele in München abgehalten worden. It was 1975. Es war 1975. And he was convinced. Und war überzeugt. That he was baptized just in time for the second coming of Jesus. Dass gerade noch rechtzeitig getauft worden ist vor der Wiederkunft Jesu. Well, we know that my brother was wrong. Na, jetzt wissen wir, dass mein Bruder offensichtlich falsch lag. Jesus was not ever going to return in 1975. Jesus ist niemals in 1975 wiedergekommen. He was going to return in 2015. Sollte 2015 wiederkommen, oder? After all, that's the year that the Pope visited the United States. Weil das war ja das Jahr, wo der Papst die USA besucht hat, oder? The president went to the airport to meet his plane. Der Präsident der USA ist zum Flughafen gefahren, um ihn dort am Flugzeug abzuholen. The Pope addressed a joint session of both the Senate and the Congress and the United States government. Und der Papst hat eine vereinte Sitzung des US-Kongresses, sowohl des Senats als auch des Kongresses, dort adressiert und eine Rede gehalten. There were loud voices saying with sincerity, und es gab laute Stimmen, die mit Überzeugung und Aufrichtigkeit gesagt haben, that the Pope's visit to the United States was a sign that Jesus was about to return. Die gesagt haben, dieser Besuch des Papstes in den USA ist ein Zeichen, dass Jesus jetzt wiederkommen würde. Well, that was last year and Jesus hasn't come back yet. Also, das war letztes Jahr, Jesus ist noch nicht wiedergekommen. But that won't stop those among us who have the self-proclaimed gift of prophecy from making more predictions. Das wird allerdings nicht diejenigen abhalten, die das selbst erwählte Gabe haben, der Prophetie, um immer neue Vorhersagen zu machen. We should be a little careful about the way we make predictions. Wir sollten doch ein wenig vorsichtig sein, wie wir so Vorhersagen treffen. My brother was convinced he had joined the church just in time. Mein Bruder war überzeugt, wäre gerade noch rechtzeitig der Gemeinde beigetreten. And here we are, 41 years later. Und jetzt sind wir schon 41 Jahre später hier. His granddaughter is in her second year of university. Seine Enkelin ist jetzt schon im zweiten Jahr der Universität. Now I don't know whether you hear these same things here in Germany or not. Ich weiß nicht, ob ihr hier in Deutschland dieselben Dinge hört oder nicht. But in the United States, every time there is a new president elected. In den USA ist es so, jedes Mal, wenn ein neuer Präsident gewählt werden soll. There are those in the church who are convinced this is the president who will push the mark of the beast upon the world. Da gibt es einige in der Gemeinde, die überzeugt sind, das ist der Präsident, der das Malzeichen jetzt fördern wird. Some said Ronald Reagan was the Antichrist. Einige sagten damals, Ronald Reagan wäre der Antichrist. He wasn't. War es nicht. Then they said President Clinton, he will bring the mark of the beast. Dann sagten die Bill Clinton, das wird derjenige sein, der das Malzeichen bringt. President Bush will bring the mark of the beast. Präsident Bush wird das Malzeichen bringen. President Obama will bring the mark of the beast. Obama wird es tun. And now maybe it will be President Clinton again. Und jetzt vielleicht wieder in dem Fall Präsidentin Clinton. Or maybe President Trump will push the mark of the beast on the world. Oder vielleicht sogar Präsident Trump, der das Malzeichen der Welt aufdrücken wird. I have said this on numerous occasions. Ich habe das schon an vielen Gelegenheiten gesagt. Donald Trump would never force the mark of the beast on anybody. Donald Trump würde niemals jemanden zwingen, das Malzeichen anzunehmen. Now being Donald Trump, wenn wirklich Donald Trump ist, he may try to sell the mark of the beast to people. Dann wird vielleicht versuchen, das Malzeichen zu verkaufen. I'd like to suggest something to you today and I hope you'll hear me carefully. Und ich möchte euch etwas vorschlagen und ich hoffe, ihr hört mich jetzt genau an. It's something that you already know. Etwas, was ihr schon längst wisst. Just like my brother could not possibly know when Jesus was coming back. Genau wie mein Bruder überhaupt keine Möglichkeit hatte zu wissen, wann genau Jesus wiederkommen würde. Neither do we. Auch wir können es nicht. And we need to understand that that's okay. Und wir müssen verstehen, dass das auch ganz okay ist. Now turn your Bible with me to 1 Thessalonians chapter 5. Schauen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5. And we'll look in Vers 1. Und wir schauen uns Vers 1 an. Let me try something. Okay. All right.
If I can see, this will be okay. I will help you. Ja, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht mein euch. Brüdern, euch, same thing, ja. Brüdern nicht zu schreiben. Let me try that again. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Nicht. Oh, you did good, you did good. That's what I said. You can take that back. Frau Schneider is still alive. Ja, Frau Schneider lebt immer noch. Now, why did Paul write those words? Warum hat Paulus also diese Worte hier geschrieben? Because he had just written something related to that idea in the previous chapter. Denn er hatte gerade im vorigen Kapitel etwas geschrieben, was damit zusammenhing. I'm getting bold. Let me have this. Ich werde noch einmal ganz kühn. All right, we read Kapitel 4, Vers 15. Ja? Könnt ihr mitlesen? Denn das sagen wir euch. Very good. All right. Great progress. In einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft. Mhm. Man. Where are you? We're right descend. Here. Yes. It's, the light is not good. Die Augen nicht so gut. Des Herrn übrig bleiben, werden den, oh, this is a long word, Entschlafenen nicht zuvorkommen. Mhm. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergibt und die Stimme des Erzengels Erzengels und I'll pay you later for the lesson. Oh, ja. Und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auf, you read that word, I can't read it. Ja, auferstehen. When I have my glasses, perfect German. Oh, you wear glasses? I should wear glasses. Yeah, also. I lost my glasses. Verse 17, 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nächster Vers ist kurz. Der nächste. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Paul spoke about the return of Jesus. Paulus sprach von der Wiederkunft Jesu. And then he said in chapter 5 and verse 1. Und dann sagte er in Kapitel 5 Vers 1. But when this is going to happen? Wenn, also der Zeitpunkt, wann das passieren wird? You don't need me to tell you exactly when. Das ist vom Zeitpunkt her nicht entscheidend. He spoke about the resurrection. Er sprach von der Auferstehung. And then he said Jesus is coming back. Und dann sagt er, Jesus kommt wieder. But when, I can't tell you. Aber wann das sein wird, kann ich euch nicht sagen. Now we are people who think often of the resurrection. Wir sind Menschen, die oft an die Auferstehung denken. I've had several close friends die recently. Ich habe einige enge Freunde gehabt, die jetzt vor kurzem gestorben sind. And it's natural then to say, but Jesus will come back and the dead in Christ shall rise. Und es ist ganz natürlich zu sagen, aber Jesus wird bald wiederkommen und dann werden die Toten in Christus auferstehen. And so we say, when is this going to take place? Und wir fragen uns, wann wird das passieren? When will I see my baby again? Parents ask each other. Wann werde ich mein Baby wiedersehen? Fragen sich die Eltern gegenseitig. We wonder when we will see our parents or grandparents again. Wir wollen unsere Eltern und Großeltern wiedersehen. And so we long for the return of Jesus. Also sehnen wir uns nach der Wiederkunft Jesu. And that's appropriate. Und das ist ganz angemessen. We are students of prophecy. Wir sind Studenten der Prophetie. One of the great themes of prophecy is the return of Jesus. Eines der großen Themen der Wiederkunft ist die Wiederkunft Jesu. It's appropriate to wonder when Jesus will return. Es ist ganz angemessen, sich zu fragen, wann Jesus wiederkommt. We have fulfilled prophecy that tells us we are living in the time of heaven's final judgment. Wir haben erfüllte Prophetie, die deutlich macht, wir leben in der Zeit des himmlischen Gerichts. So it cannot be long until Jesus returns. Also kann es nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. We read in the Bible about the signs of Christ's coming. Wir lesen in der Bibel von den Zeichen der Wiederkunft Jesu. We look around the world and we see wars and rumors of wars. Wir schauen uns die Welt an, wir sehen Kriege und Kriegsgerüchte. We see the scourge of terrorism making life frightening for millions and millions of people. Wir sehen die
Geißel des Terrorismus, die das Leben für Millionen und Abermillionen wirklich schrecklich und angsteinflößend macht. There is violence everywhere. Überall gibt es Gewalt. Moral standards have just about disappeared. Moralische Standards sind fast vollständig verschwunden. And so we say, this means Jesus is coming back soon. Und so sagen wir, Jesus kommt bald wieder, wir sehen das. And it's not inappropriate to say that. Und das ist gar nicht unangemessen, das sozusagen. We have said, and as an evangelist, I'm guilty of saying this myself. Und wir haben gesagt, und als Evangelist bin ich auch schuldig, das gesagt zu haben. Think of the many diseases that are in the world today. Denkt an die vielen Krankheiten, die heute in der Welt sind. Maybe they tell us that's the signs of the times are being fulfilled. Und das scheint so zu sein, dass daran auch die Zeichen der Zeit sich erfüllen. Except we have a problem with that. Nur, wir haben ein Problem damit. Many chronic diseases are actually improving. Viele chronische Krankheiten, da geht es eigentlich eher vor, besser als schlechter. There are some cancers now which once were a death sentence, but now are definitely not. Es gibt einige Krebsarten, die früher Todesurteil waren, aber jetzt schon längst nicht mehr. You may be surprised to know this. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, Folgendes zu erkennen. In the United States, gun violence is a major issue. Ihr wisst wahrscheinlich, in den USA ist Gewalt durch Schusswaffen ein großes Thema. But even though we seem to have a horrible amount of mass shootings, obwohl es offensichtlich eine erschreckende Anzahl von Massenerschießungen gibt, the incidence of gun violence in the United States is down dramatically. Trotzdem ist vom Trend her, der Trend geht immer zu weniger solchen Vorfällen. There are some major cities in the United States where there are now only one third as many murders as there were 25 years ago. Es gibt jetzt viele Städte in den USA, wo es nur noch ein Drittel der Morde gibt im Vergleich zu 25 Jahren vorher. Now that's good news for society. Das ist gute Nachricht für die Gesellschaft. It's bad news for evangelists. Das ist aber schlechte Nachricht für Evangelisten. But I don't want to suggest to you that I do not believe Jesus is coming soon. Aber damit möchte ich euch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass Jesus bald wiederkommt. That's not my point. Das ist gar nicht mein Punkt. It is the wicked servant who says, "My Lord delays his coming." Es ist der böse, der untreue Knecht, der sagt, mein Herr verzögert das Kommen. In fact, Paul wrote to the Thessalonians and he said this. Paulus schrieb stattdessen an die Thessalonicher und sagte Folgendes: For yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn, Vers 2, so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. For when they say peace and safety, sudden destruction comes upon them. Wenn sie nämlich sagen werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Oh, Jesus is coming back. Yes, he is. Ja, Jesus kommt ganz sicher wieder. And he's coming back soon. Und er kommt bald wieder. And when is that? Und wann ist das? You don't know. Du weißt es nicht. And neither do I. Genauso wenig wie ich. But I can tell you this for certain. Aber eins kann ich euch sicher sagen. As soon as we breathe our last. Sobald wie wir unseren letzten Atemzug getan haben, that's when the second coming takes place for us. Dann passiert die Wiederkunft für uns sofort. And there's not one of us in this room that can say it will be a long time until that takes place. Und niemand von uns in diesem Raum kann sagen, das wird erst in ferner Zukunft geschehen. So no matter how you look at it, Jesus is coming back soon. Also egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, Jesus kommt sehr bald. Now, am I saying I believe we have a lot of years until Jesus comes back? Also sage ich, dass wir viele Jahre haben, bis Jesus wiederkommt? Absolutely not. Absolut nein. But what I am saying, aber was ich sage ist, that we cannot know when Jesus is coming back. Dass wir nicht wissen können, wann er wiederkommt. Other than to say he's coming back soon. Außer dass wir sagen können, er kommt bald wieder. Now, I'm sure you are familiar with that old song, that old hymn. Vielleicht kennt ihr dieses alte Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen. Oh, yes. It's an important principle. Das ist ein großes und wichtiges Prinzip. That poem was written by an 18-year-old young lady. Das Gedicht wurde geschrieben von einer 18-jährigen jungen Frau. It was written in 1854. Es wurde in 1854 geschrieben. Was she wrong about that? Lag sie jetzt falsch damit? No, she was right. The night is coming. Jesus is coming back soon. Nein, sie hatte recht. Die Nacht kommt. Jesus kommt bald wieder. But how soon is soon? Aber wie bald ist bald? It doesn't matter a bit. Das spielt überhaupt keine Rolle. If you live another 60 years and Jesus still hasn't come back.
wenn du noch 60 Jahre leben solltest und Jesus ist nicht wiedergekommen, you will not say that it feels like a long time. Dann werdet ihr nicht sagen, es fühlt sich wie eine lange Zeit an. One thing I always do when I meet somebody who is 100 years old. Etwas, was ich gerne tue, wenn ich jemanden treffe, der 100 Jahre alt ist. I ask them, did it take you long to get to 100? Da frage ich mal, hat es lange gedauert, bis du 100 wurdest? I asked a lady that recently, she was 106 years old. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die war 106. And she said, no, it didn't take long at all. Nein, und sie sagte, nein, das ging ganz schnell, hat nicht lange gedauert. Time passes by quickly. Zeit vergeht ganz schnell. No matter how you look at it, Jesus is coming back soon. Egal wie man drauf blickt, Jesus kommt bald wieder. The inspiration for the hymn I just quoted came from John chapter 9 and verse 4. Die Inspiration, die für diese Hymne, die ich gerade zitiert habe, kam aus Johannes 9, Vers 4. Jesus said, I must work the works of him that sent me while it is day. Wo Jesus gesagt hat, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange noch Tag ist. The night is coming when no one can work. Die Nacht kommt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. We tend to say, the night is coming. Wir sagen immer, oh, die Nacht kommt. And that's true. Das ist wahr. But Jesus here tells us that our focus may also be in another place. Aber Jesus sagt, dass unser Fokus auch auf einem anderen Punkt gerichtet sein kann. It's important that the night is coming. Es ist wichtig, dass die Nacht kommen wird. But in some ways it's even more important that it is still day. Aber in einem bestimmten Sinn ist es noch wichtiger, dass es noch Tag ist. And while it is day, we must work. Und solange es Tag ist, müssen wir arbeiten. Let's go now over to Revelation chapter 10. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 10. And we'll get to this wonderful passage that we've been looking at this weekend. Und wir schauen uns diese wunderbare Passage an, die Thema dieses Wochenendes war. In Revelation chapter 10 and verse 1, Jesus appears. In Offenbarung 10 Vers 1 erscheint Jesus. In verse 2 he has a little book, the book of Daniel, in his hand. In Vers 2 hat er dieses kleine Büchlein, das Buch Daniel, in seiner Hand. In verse 8, John is told to take the little book. In Vers 8 wird dem Johannes gesagt, er soll das kleine Buch nehmen. Verse 9, he's told to eat the little book. In Vers 9 wird ihm gesagt, das Buch zu essen, dieses Büchlein. It will taste sweet in your mouth. Es wird süß im Mund sein. But it will be bitter in your belly. Aber Bitterkeit im Bauch verursachen. And what the angel said took place. Und was der Engel sagte, fand dann auch statt. John ate the book. Johannes aß das Buch. Ah, the message was sweet. Oh, die Botschaft war so but süß. The experience was bitter. Aber die Erfahrung war bitter. Jesus did not return in 1843. Jesus kam 1844 nicht wieder. He didn't come back in 1844. Er kam 1844 nicht wieder. It was a time of great struggle for the believers. Es war eine Zeit wirklich einer großen Auseinandersetzung. What would they do? Eine große Kampfes für die Ungläubigen, für die Gläubigen. God told them what they should do. Was würden sie tun sollen now? We look in verse 11. Und in Vers 11 sehen wir jetzt, was sie tun sollten. And he said to me. Und er sprach zu mir. You must prophesy again. Du sollst nochmals weissagen. Before many peoples and nations and tongues and kings. Über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. God gave us a very direct message. Gott gab uns eine sehr direkte Botschaft. Prophesy again. Weissage nochmals. Preach again. Predige noch einmal. Study again. Studiere noch einmal. Proclaim again. Und verkündige abermals. God told the church, you have a work to do. Gott hat der Gemeinde gesagt, ihr habt eine Aufgabe zu tun. There is a gospel to proclaim. Es gibt ein Evangelium zu verkündigen. God gave us in Revelation chapter 14 the three angels' messages to share. Gott gab uns in Offenbarung 14 die dreifache Engelsbotschaft, um sie weiterzugeben. A message filled with beautiful doctrinal clarity. Eine Botschaft, die angefüllt ist mit wunderschöner lehrmäßiger Klarheit. A message which is the message of justification by faith in Jesus Christ. Eine Botschaft, die Rechtfertigung durch den Glauben in Jesus Christus offenbart. There is no excuse for the church to be inactive in 2016. Es gibt
keine Entschuldigung für die Gemeinde im Jahre 2016 inaktiv zu sein. We both know that next year is the 500th anniversary of Martin Luther nailing his 95 theses to the door of the church. Wir alle wissen, dass nächstes Jahr das 500-jährige Jubiläum ist von der von dem Ereignis, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosstür die Tür der Schlosskirche angenagelt hat. 500 years since the start of the Reformation. 500 Jahre seit dem Start der Reformation. And I think it's just a remarkable thing to be in the country where the Reformation was born. Und ich glaube, es ist eine ganz bemerkenswerte Sache, in dem Land zu sein, wo die Reformation geboren wurde. That was a movement that changed the world. Eine Bewegung war das, die wirklich die Welt verändert hat. And next year we celebrate 500 years. Und nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre Jubiläum. I was curious to know if anybody knew what plans the Lutheran Church had for next year. Ich bin, weiß jemand von euch, welche Pläne die lutherische Kirche für nächstes Jahr hat? And I've asked a couple of people. Und ich habe einige Leute gefragt. Now, so what I'm sharing with you is anecdotal. What I'm sharing with you is just what people have told me. Okay, was ich euch jetzt erzähle, das haben mir Leute erzählt, so als Anekdote quasi. But I have been told that, I asked the question, will the Lutheran Church take the opportunity to highlight its doctrinal positions and the teachings of Martin Luther. Und ich habe gefragt, wird die lutherische Kirche die Gelegenheit nutzen, die lehrmäßigen Punkte Luthers wieder hochzuheben? It seems that there will be some social celebrations. Es scheint vielmehr so zu sein, dass es einige soziale Feiern geben wird. It seems there will be much said about ecumenical issues. Es sieht so aus, dass es vielmehr um ökumenische Dinge gehen wird. But it seems as though there will be few in the Lutheran Church highlighting Luther's teachings and the break from tradition and spiritual slavery. Aber es scheint auch so zu sein, dass es einige wenige in den lutherischen Kirchen geben wird, die wirklich die Lehren Luthers betonen wollen und den Bruch auch Luthers mit der geistlichen Sklaverei. And what I'm about to say, I want to say with some kindness. Und was ich jetzt sagen möchte, möchte ich mit einiger Freundlichkeit sagen. But look at the Lutheran Church today. Aber schaut euch mal die lutherische Kirche heute It an. Is a church that has forgotten its beginnings. Es ist eine Kirche, die ihren Anfang vergessen hat. And has got away from the reason God raised it up in the first place. Und ist völlig von dem Grund weggewandert, warum Gott sie überhaupt ins Leben gerufen hat. Now I could be wrong. Jetzt ich kann vielleicht falsch liegen. But it seems to me to be a church without a clear spiritual mission. Ich glaube, dass eine Gemeinde, eine Kirche ohne klare geistliche Mission and certainly without a mission to boldly preach Reformation teachings. Und ganz bestimmt auch ohne und wenn sie auch ohne eine klare Mission ist, reformatorische Botschaft zu predigen. There is little or nothing preventing the Seventh-day Adventist Church from going in exactly the same direction. Wenn das so bei uns auch ist, dann gibt es wenig bis nichts, was uns hindern würde, dasselbe Schicksal zu erleiden wie die lutherische Kirche. We know it will not, because we have the guidance given in the spirit of prophecy. Wir wissen, dass das nicht passieren wird, weil wir die Führung durch den Heiligen Geist im Geist der Weissagung haben. But if we neglect our mission like that church has neglected its mission. Aber wenn wir unsere Mission vernachlässigen, so wie jene Kirche ihre Mission vernachlässigt hat, we will end up spiritually dead. Werden wir geistlich tot werden. Spiritually irrelevant. Geistlich irrelevant werden. Of no use at all in this world. Und wir werden dann vollkommen nutzlos sein in dieser Welt. God has given us a mission. Gott hat uns eine Mission gegeben. To proclaim the everlasting gospel. Das ewige Evangelium zu verkündigen. Should we not do that? Sollten wir das nicht tun? We have no reason even to exist as a church. Wenn wir das nicht tun sollten, haben wir überhaupt keine Existenzberechtigung als Kirche. And I want to show you that Jesus gave specific direction to Seventh-day Adventists in the Bible. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus Siebenten-Tags-Adventisten ganz spezifische Anweisungen in der Bibel gegeben hat. I want to show you, it's in Luke chapter 19. Ich möchte euch das zeigen, es ist in Lukas Kapitel 19. And we'll pick it up in Vers 11. Und wir werden dort in Vers 11 starten. Let me turn there. Luke chapter 19. Lukas 19. Sorry, 19. Ist 19, Kapitel 19.
und Vers 11. Wie ihr gehört habt. As they heard these things, Jesus added and spoke a parable, because he was near Jerusalem. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. And because they thought that the kingdom of God should immediately appear. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. So this was a group of Seventh-day Adventists. Das war eine Gruppe Siebentags-Adventisten. They were Sabbath keepers. Sie haben Sabbat gehalten. And they were convinced the kingdom of God should appear. They were Adventists. Sie haben geglaubt, das Reich Gottes erscheint. Sie waren Adventisten. And here's what Jesus said to these people, convinced that his kingdom would appear. Und das ist, was Jesus denen sagte, die überzeugt waren, sein Königreich würde erscheinen. He said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Er sprach, nun ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds. Und dann wiederzukommen, und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde. And he said to them, occupy till I come. Und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Now the Greek word used there means keep yourself busy till I come. Das griechische Wort bedeutet eigentlich, sei geschäftig, tue etwas, bis ich komme. It means do business with these until I come. Handel damit, also betreibe wirtschaftlichen Handel damit, bis ich komme. Or in another version of the Bible, trade with these until I come. I tried to do that. You did that same thing. Very good. Jesus was saying, keep busy doing God's work. Jesus sagte, bleib dabei, im Werk Gottes geschäftig zu arbeiten. Use the gifts I have given you for God's glory. Benutzt die Gaben, die ich euch gegeben habe, für Gottes Ehre. Because whether the kingdom is going to appear tomorrow or the next day, or 20 years from now. Denn egal, ob das Reich Gottes morgen oder übermorgen oder erst in 20 Jahren kommt, we have a work to do. Solange haben wir auf jeden Fall eine Arbeit zu tun. That is to lift up Jesus. Nämlich Jesus zu erhöhen. It's to prophesy again. Und zwar abermals zu weissagen. It's to do everything we can to share Jesus with somebody else. Nämlich alles zu tun, was wir nur irgendwie tun könnten, Jesus anderen zu bringen. And this is the wonderful thing about being a Christian. Und das ist das Wunderbare daran, ein Christ zu sein. You don't need anybody's permission to share your faith. Du brauchst nicht die Erlaubnis von irgendjemandem, deinen Glauben weiterzugeben. If you are part of a congregation where there is no evangelism happening, wenn du Teil einer Gemeinde bist, wo es keine Evangelisation gibt, then the congregation is not the problem. You are the problem. Dann ist nicht die Gemeinde das Problem, du bist das Problem. Because once you start sharing your faith, there is evangelism happening. Denn sobald du anfängst, deinen Glauben weiterzugeben, dann passiert der Evangelisation. We don't need the church board to bless our witnessing efforts. Wir brauchen nicht den Gemeinderat, der erst unsere persönlichen Bemühungen absegnen muss. We share our faith. Wir teilen unseren Glauben. We prophesy again. Wir weissagen abermals. We demonstrate to others that God is good and Jesus is worth following. Und wir demonstrieren anderen, dass Gott gut ist und dass es wirklich sich lohnt, Jesus zu folgen. And there are thousands of ways to do that. Und es gibt tausende Wege, das zu tun. Some people want you to sit down and open the Bible with them. Einige Menschen möchten, dass du mit ihnen die Bibel öffnest und studierst. Somebody wants a tract given to them. Einige wollen vielleicht ein Traktat erhalten. Someone will watch a DVD. Jemand wird vielleicht eine DVD sich anschauen. There are some, they're not yet interested in the Bible. Manche sind vielleicht jetzt noch nicht interessiert an der Bibel. They will be ministered to perhaps through a health ministry. Ihnen kann man vielleicht durch einen Gesundheitsdienst helfen. Or through simple acts of kindness. Oder einfach durch ganz aktive Freundlichkeit. I heard recently at a camp meeting a young pastor share this outstanding story. Vor kurzem habe ich bei einem Camp Meeting einen jungen Pastor gehört, der diese wirklich außergewöhnliche Geschichte erzählt hat. I missed the beginning of the story, but I found out he was having a conversation with a farmer. Den Anfang der Geschichte habe ich verpasst, aber er hatte wohl ein Gespräch mit einem Bauern gehabt, einem Farmer. The farmer was in some difficulty. Der Bauer hatte einige Schwierigkeiten. He said to the farmer, so how are you going to go and pick up your feed for your animals? Und er hat dann den Bauern gefragt, ja, wie wirst du jetzt die Nahrung für deine Tiere besorgen? I think the farmer's vehicle was no longer operational. Ich glaube, dass das Fahrzeug des Bauern hat nicht mehr funktioniert. He said, I have no way of doing this. Und der Bauer sagte, ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. The young pastor said, I'll do it for you. Und der junge Pastor sagte, ich tue das für dich. He said, you don't even know me.
Und der Bauer sagt, ja, du kennst mich doch nicht mal. And it's 1.5 hours driving just to go and get the feed. Und es ist ein anderthalbstündiger Auto, eine Autofahrt, nur um dorthin zu gelangen, wo das die Nahrung ist, also das Futter für die Tiere. He said, that's okay, I'm happy to do it for you. Und der Pastor sagte, ganz okay, ich würde das gerne für dich tun. He said, I'll even feed your animals for you. Und der Pastor sagte, ich werde sogar deine Tiere für dich füttern. The farmer couldn't believe what he was hearing. Der Bauer war völlig sprachlos, man konnte sich nicht glauben. He said, by the way, what kind of animals do you have? Und dann fragt er nebenbei gesagt, was hast du eigentlich für Tiere? The farmer said, pigs. Und der Schwein. Der ja Schweine, hat er dann der Farmer gesagt. So the Seventh-day Adventist pastor told a man he didn't know that he would drive 90 minutes to pick up the feed and come and feed pigs. Also der adventistische Pastor hat einem Menschen gesagt, den er nicht mal kannte, ich werde jetzt 90 Minuten Auto fahren, um Futter zu holen für die Schweine, um sie dann zu füttern. The farmer was deeply moved. Der Farmer war wirklich tief beeindruckt. He said, "Why would you do this? Who are you anyway?" Und er hat gefragt, warum würdest du sowas tun? Wer bist du überhaupt? He said, "I'm just a man who loves Jesus." Er sagt, ich bin einfach ein Mensch, der Jesus liebt. Fast forward a little bit. Bisschen vorspulen. The man's daughter has been baptized. Die Tochter des Bauern ist getauft worden. The farmer and his wife are attending church. Der Farmer und seine Frau gehen in die Gemeinde. When a great group of friends came to the young lady's baptism. Als eine große Gruppe von Freunden kam zur Taufe der Tochter. All of them were saying, "We want to meet the man who loves Jesus." Da haben alle gesagt, wir würden gern den Menschen gern treffen, der Jesus so sehr liebt. This pastor was prophesying again. Dieser Pastor hat abermals geweissagt. He preached a sermon in the most practical way. Er hat eine Predigt auf die allerpraktischste Weise gepredigt. No one can stop God's people from showing the love of Jesus to others. Niemand kann Gottes Volk daran hindern, die Liebe Gottes anderen zu zeigen. Now I'm confident you are familiar with this quote from the book Ministry of Healing. Ich bin mir sicher, ihr kennt vermutlich dieses Zitat aus dem Buch Auf den Fußspuren des großen Arztes. It says this, it's page 143. Im Englischen ist es 143. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Allein die Methode Christi wird wahren Erfolg geben, um Menschen zu erreichen. The Savior mingled among men as one who desired their good. Der Erlöser mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. He showed his sympathy for them. Er zeigte ihnen seine Sympathie. Ministered to their needs. Diente ihren Bedürfnissen. And won their confidence. Und gewann ihr Vertrauen. And then he bade them. Und dann bat er sie. Follow me. Folge mir. Some interesting points there. Einige interessante Punkte hier. He mixed up with people and let them know he cared. Er hat sich mit Menschen getroffen und ihnen gezeigt, dass er sich um sie sorgt. We can do that. Das können wir tun. If we don't do that, we must question the reality of our Christianity. Wenn wir das nicht tun, dann sollten wir die Realität unseres Christseins hinterfragen. In fact, you can be a heathen and do that. Man kann sogar ein Heide sein und das tun. But here's what she goes on to say. Aber hier spricht sie jetzt weiter. There is need of coming close to the people by personal effort. Es ist notwendig, dass wir den Menschen ganz nahe kommen durch persönliche Bemühungen. If less time were given to sermonizing, wenn weniger Zeit mit dem Predigen verwendet werden würde, and more time were spent in personal ministry, und mehr Zeit im persönlichen Dienst, greater results would be seen. Würde man größere Resultate sehen. The poor are to be relieved. Den Armen muss geholfen werden. The sick cared for. Die Kranken müssen umsorgt werden. The sorrowing and the bereaved comforted. Die Traurigen und die einen Verlust erlitten haben, müssen getröstet werden. The ignorant instructed and the inexperienced counseled. Die Unwissenden müssen instruiert werden, die Unerfahrenen beraten. We are to weep with those that weep. Wir müssen mit jenen weinen, die weinen. And rejoice with those that rejoice. Und uns freuen mit jenen, die sich freuen. Accompanied by the power of persuasion. Begleitet mit der Kraft der Überzeugung, the power of prayer, der Macht des Gebetes, the power of the love of God, der Macht der Liebe Gottes. This work will not, cannot be without fruit. Kann dieses Werk, wird dieses Werk nicht ohne Frucht sein. God promises that when we work in the Spirit of Jesus, great will be the results. Gott verheißt uns, dass wenn wir im
Geist Jesu arbeiten, große Resultate gesehen werden. And we can be certain of that. Und da können wir uns drauf verlassen. There is a world to win. Es gibt eine Welt zu gewinnen. And you can believe the lie that nobody wants to know what we have to say. Und ihr könnt natürlich der Lüge glauben, dass niemand wissen will, was wir zu sagen haben. Or you can believe what God said in his word. Oder ihr könnt dem Wort Gottes glauben. He that goes forth weeping, bearing precious seed. Derjenige, der hinausgeht mit Weinen und den Samen ausstreut, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Wird ohne Zweifel wieder mit Freuden zurückkehren und seine Garben eingesammelt haben. This is a great day to be a Christian. Es ist wirklich eine ganz wunderbare Zeit, ein Christ zu sein. It's probably the best time in history to be sharing the three angels' messages. Vielleicht haben wir momentan die beste Zeit der Geschichte, die Dreifach-Engels-Botschaft zu verkündigen. Because we are living on the edge of the greatest ingathering of souls history's ever seen. Denn wir leben an der Schwelle der größten Sammlung von Seelen, die jemals geschehen ist. Already amazing things are happening in the church around the world. Schon jetzt passieren erstaunliche Dinge in der weltweiten Gemeinde. And you can go to God and claim his promises. Und du kannst zu Gott gehen und seine Verheißungen in Anspruch nehmen. And tell him that you want to see souls come to faith in Christ through your ministry. Und du kannst ihm sagen, dass du sehen möchtest, wie Menschen zu Christus und seinem Wort kommen durch deinen Dienst. We have been called to occupy till he comes. Und wir sind aufgerufen zu handeln, ja geschäftig zu sein, bis er kommt. And when will that be? Und wann wird das sein? Well, we believe it will be soon. Wir glauben, es wird bald sein. But other than that, we don't know. Aber darüber hinaus wissen wir es nicht. If it's a week, we work for a week. Wenn es noch eine Woche ist, dann arbeiten wir für eine Woche. If we have a year, then that's 12 months to share Jesus with others. Wenn wir noch ein Jahr haben, dann bleiben uns noch 12 Monate, Jesus zu verkündigen. Were we to have decades, then we would thank God that we have so much time to share his word with the world. Und sollten es vielleicht sogar Jahrzehnte sein, dann danken wir Gott, dass wir noch so viel Gelegenheit haben, das Evangelium zu verbreiten. How much time we have is immaterial. Wie viel Zeit wir haben, ist total unwichtig. What matters is what we do with the time that we have. Die Frage ist, was wirst du tun mit der Zeit, die du noch hast? And Jesus has said, prophesy again. Und Jesus hat gesagt, verkündige, weissage abermals. God has given us capacities and talents. Gott hat uns Kapazitäten und Talente gegeben. You can run a ministry. Du kannst ein Missionswerk haben. Or you can be a ministry. Oder du kannst auch ein Missionswerk sein. Wherever you go, you're looking for an opportunity to share Jesus. Wo immer du hingehst, kannst du nach einer Gelegenheit Ausschau halten, Jesus weiterzugeben. That brother I told you about earlier, the one who shared the great controversy with me. Dieser Bruder, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der den großen Kampf mir gegeben hat. He was beginning to take the bus to work. Er hat immer he was taking the bus. Yeah, he was starting to take the bus. Ja, er hat angefangen, den Bus zu nehmen, um zur Arbeit zu gehen. Before he got on that bus, he prayed. Bevor er in den Bus stieg, hat er gebetet. Lord, there's someone on this bus that you want me to witness to. Herr, da ist jemand im Bus, mit dem ich Zeugnis geben sollte. He got on the bus and he looked around for an empty seat. Er ist im Bus gestiegen, hat nach einem leeren Platz Ausschau gehalten. He sat down next to a lady. Hat sich neben eine Frau gesetzt. He said good morning. Und sagte guten Morgen. She turned away. Hat sich weggedreht. Well, he said, not her. Dann hat er gesagt, okay, sie wohl nicht. The next day he gets on the bus and sits next to somebody else. Am nächsten Tag steigt er wieder in den Bus und setzt sich neben jemanden. He got a similar response. Gleiche Geschichte wieder. But he prayed to God. Aber er betete zu Gott. Knowing that Jesus said the harvest is great. Weil er ja wusste, dass Jesus gesagt hat, die Ernte ist groß. But the laborers are few. Aber die Arbeiter sind wenige. He said, Lord, the harvest is great. There's someone you want me to reach. Also hat er gesagt, Herr, die Ernte ist groß. Irgendjemand muss da sein, den du möchtest, dass ich ihn erreiche. He sat down next to a young man. Er hat sich neben einen jungen Mann gesetzt. Guten Morgen, he said. He said, wie ihr gehört habt. And the young man greeted him back very warmly. Und der junge Mann hat ihn zurückgegrüßt, sehr herzlich. And they began talking. Sie haben angefangen zu reden. And day after day they sat together on the bus. Und Tag für Tag haben sie jetzt im Bus gemeinsam gesessen. My brother praying, looking for an opportunity to share Jesus. Und mein Bruder hat immer gebetet, nach einer Gelegenheit gesucht, Jesus weiterzugeben. One morning this young man said, I watched a fascinating television program last night. Eines Morgens sagte der junge Mann, ich habe eine faszinierende Fernsehsendung gesehen gestern Abend. He said it was about the
the universe and the planets and the sun. Es ging da um das Universum und die Sterne und die Sonne. My brother asked him a simple question. Und mein Bruder fragte ihn eine einfache Frage. He said, "Did you ever wonder where that came from?" Hast du dich jemals gefragt, woher das gekommen ist? The young man said, "Yes, I've often wondered." Und der junge Mann sagt, ja, ich habe mich schon oft gefragt, woher das kommt. And right there, Bible studies began. Und direkt dort begann die Bibelstunde. And they studied together regularly. Und sie haben angefangen, regelmäßig die Bibel zu studieren. And that man studied his way all the way into the truths of the three angels' messages. Und hat alles studiert, bis die ganzen Wahrheiten der dreifachen Engelsbotschaft angenommen hatte. How many opportunities like that do we just waste? Wie viele von solchen Gelegenheiten verschwenden wir? I could tell you a story of. I'm running out of time. Let me tell you this. Ich erzähle euch das noch schnell. I was at home in New Zealand. Where in? In New Zealand. Ah, at home in New Zealand. It's ich like war zu Hause in Neuseeland. It's like the Garden of Eden is what it's like. Ah, okay. Yeah. Also, soll wohl recht schön sein. I bumped into someone on the street. Und ich bin auf der Straße in jemanden so reingelaufen. He told me where he was from. Hat mir gesagt, wo herkommt. And I mentioned a well-known rugby player from that town. Und ich erwähnte einen gut bekannten berühmten Rugby-Spieler aus derselben Stadt. Keeping in mind that rugby is the national religion in New Zealand. Also ihr solltet bedenken, Rugby ist die nationale Religion in Neuseeland. I said to him, "I played rugby against that guy when he was in high school." You said that. That's what I told him. I played against him. Yeah. Okay, also ich habe ihm dann erzählt, ich habe gegen diesen berühmten Spieler in der High School Rugby gespielt. He said, "You did." He said, "If you played against him, then you must have played against me because we played together." Und dann sagt er, "Hast du wirklich gegen den gespielt? Weil dann hast du doch gegen mich gespielt, weil wir haben immer, ich habe immer, hat er gesagt, mit diesem berühmten Spieler gespielt." I just bumped into someone in the street that I played rugby against 30 years ago. Ich bin also auf der Straße jemandem begegnet, mit gegen den ich Rugby gespielt habe vor 30 Jahren. I thought, "Wow, he looks old now." Und ich dachte, oh, der sieht aber ganz schön alt aus. It means I must look just about as old. Vielleicht sehe ich auch fast schon so alt aus. Now, he then proceeded to tell my son an inappropriate joke. Und dann fing an, meinem Sohn einen unangemessenen Witz erzählen zu wollen. It wasn't the worst thing in the world. Es war jetzt vielleicht nicht der allerletzte Abschaum dieser Welt. But I didn't want my son hearing that stuff. Aber ich wollte nicht, dass mein Sohn so einen Unsinn hört. So my primary concern was getting away from there as quickly as possible. Also war mein eigentliches Ziel, so schnell wie möglich jetzt von dort wegzukommen. I don't know what would come out of his mouth next. Ich wusste ja nicht, was als nächstes aus seinem Mund jetzt kommen würde. We got to an intersection as we were walking along the footpath. Und wir kamen jetzt, als wir so entlang des Bürgersteiges gingen, an einer Straßenkreuzung. And he was going this way and we made sure we were going that way. Und musste so weitergehen und wir waren uns sicher, wir müssen jetzt rechts abbiegen. I mean, what a coincidence. Und ich sagte, oh, was für ein Zufall. That we would meet together after 30 years. Dass wir jetzt so nach 30 Jahren uns wieder treffen. I waved, I said, "See you, goodbye, nice to see you." Ich habe so gewunken, habe gesagt, ja, gut, dass wir uns getroffen haben, bis bald mal. And as he began walking across the street, he turned to me and he waved. Und als ich dann so gegangen bin, hat er sich umgedreht und mir auch zugewunken. And he said, "Yes, God bless you." Und dann sagt er, ja, Gott segne dich. Where I live in the United States, even atheists say, "God bless you." Also in den USA, wo ich lebe, da sagen sogar die Atheisten, Gott segne dich. But in secular New Zealand? Aber im säkularen Neuseeland? No one says that unless they're a Christian. Das sagt sowas niemand, wenn nicht wirklich ein Christ ist. And no one would say that to somebody they don't really know unless they're a committed Christian. Und niemand würde das zu einem Halbfremden sagen, wenn nicht wirklich ein absolut überzeugter, hingegebener Christ ist. And I walked away feeling ashamed of myself. Und ich bin dann weitergegangen und ich habe mich so geschämt über mich selbst. It dawned on me a little bit late
Why did God bring me back in touch with someone I had not seen in 30 years? Weil jetzt etwas verspätet mir aufging, warum Gott mich mit jemandem zusammenbrachte, den ich seit 30 Jahren nicht gesehen hatte. It was a divine appointment. Das war so eine göttliche Vorhersehung. But I wasn't listening to the voice of God. Aber ich habe der Stimme Gottes gar nicht richtig zugehört. I heard this man's voice. Ich habe die Stimme des Menschen gehört. And I wanted to get my son away from there. Und ich wollte, dass mein Sohn schnellstmöglich wegkommt von dort. I was being selfish. Da war ich letztlich egoistisch. God bless you. Gott segne dich, hat er gesagt. It would have been so easy for me to tell him what I did for a living. Es wäre so einfach gewesen, ihm zu sagen, was mein Beruf ist. It would have been so easy to say, you should look out for my television program on the Seventh-day Adventist television network. Das wäre so einfach gewesen zu sagen, hey, du schau dir mal unser Fernsehprogramm an auf unserem siebentagsadventistischen Fernsehsender. He would have said, oh, you're a Christian. Er hätte gesagt, oh, du bist ein Christ. And then we would have had a conversation. Und dann hätten wir ein Gespräch gehabt. And I would easily been able to share some literature with him. Und es wäre ganz einfach gewesen, ihm ein bisschen Literatur weiterzugeben. But where was my mind? Aber wo waren meine Gedanken? Not where it should have been. Nicht dort, wo sie hätten sein sollen. And it was an opportunity lost. Und es war eine Gelegenheit, die verloren ging. How many opportunities do we lose? Wie viele Gelegenheiten verlieren wir? Jesus said, prophesy again. Jesus sagte, weissage abermals. You might say, I have no one to prophesy to. Vielleicht sagst du, ah, ich habe niemanden, mit dem ich weissagen kann. There's no one I can share my faith with. Es gibt niemanden, mit dem ich meinen Glauben teilen kann. I disagree with you. Ich stimme dir nicht zu. But if you are convinced, there's no one to share your faith with. Aber wenn du überzeugt bist, dass es niemanden gibt, dem du deinen Glauben weitergeben kannst, then you go to God. Dann gehst du zu Gott. You say, I see, it says, prophesy again. Du sagst, ich sehe, ich soll wieder weissagen. And of course, in the context, the encouragement was given to the growing body of believers. Natürlich, im Kontext war diese Ermutigung gegeben dem gerade erst wachsenden Gemeinde. But undoubtedly, God is encouraging us in the same way today. Aber ganz zweifellos ist das auch Gottes Ermutigung an uns heute. In the Great Commission we are told to make disciples of all nations. Im großen Missionsbefehl wird uns gesagt, wir sollen aus allen Nationen Jünger machen. It's time for the church to pray for divine opportunities. Es ist Zeit, dass die Gemeinde für göttliche Gelegenheiten bittet. If we prayed earnestly that God would grow our church, God would grow our church. Wenn wir wirklich ernsthaft beten würden, dass Gott unsere Gemeinde wachsen lässt, dann würde Gott unsere Gemeinde wachsen lassen. Earnestly for opportunities to share our faith with others, God would give those to us. Wenn wir ernsthaft nach Gelegenheiten beten würden, unseren Glauben weiterzugeben, würde Gott auch solche Gelegenheiten bringen. Now, of course, when you pray for God to work, you're actually praying that He'll put you to work. Also, wenn man natürlich betet, dass Gott eingreift, dann betet man eigentlich dafür, dass Gott einen selbst benutzen wird. That's what being in the church is all about. Und darum geht es überhaupt eigentlich nur, wenn man in der Gemeinde ist. I remember driving along the road with a pastor one day. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages mit einem Pastor auf der Straße fuhr. I looked over and saw a house with smoke billowing out of the roof. Und wir schauten aus dem Fenster und sahen ein Haus, wo der Rauch aus dem Dach herausstieg. What do you think we did? Was glaubt ihr, haben wir wohl getan? Do we keep on driving? Fahren wir weiter? It's not possible. Das ist doch nicht möglich. Of course we went to the house. Natürlich sind wir zu dem Haus gegangen. We banged on the door. Wir haben an die Tür geklopft. And we found whoever lived there. Und wir haben herausgefunden, wer dort lebt. And there was another house, a duplex. It was a duplex, two houses joined together. Das waren zwei Häuser, die nebeneinander standen. I went to the next house. Ich bin zum nächsten Haus dann gegangen. Banged on the door. Die Tür geklopft. And walked right in without even waiting to be invited in. Und bin einfach reingegangen, ohne jetzt erst eingeladen zu sein. Which is a dangerous thing to do in America. Was in Amerika sogar ziemlich gefährlich ist. Someone could shoot you. Jemand könnte dich erschießen. But I had to go in to find out if someone was in danger. Aber ich musste hineingehen, weil ich herausfinden musste, ob jemand vielleicht in Gefahr ist. You can't just leave someone in a burning house, man. Man kann doch jemanden nicht in einem brennenden Haus lassen. When you go outside, look around. Wenn du rausgehst, schau dich um. When you drive on your way home, look around. Wenn du nach Hause fährst, schau dich um. When you get to your neighborhood, look around. Wenn du in deine Nachbarschaft kommst, schau dich um. You will see houses on fire. Dann werdet ihr Häuser sehen, die in Flammen stehen. People in spiritual jeopardy. Menschen, die in geistlicher Gefahr stehen. Somebody must show them the way out. Irgendjemand muss ihnen den Weg hinaus zeigen. God has said, prophesy again. Gott hat gesagt, weissage abermals. I'm not suggesting this is something we do as a duty.
Ich schlage nicht vor, dass wir das als eine Pflicht tun, even though I could put it that way. Obwohl man das auch so ausdrücken könnte. But we know from our reading of the Bible, aber wir wissen aus unserem Studium der Bibel, that when the love of God fills our hearts, dass wenn die Liebe Gottes unsere Herzen erfüllt, now we want to share Jesus with others. Wollen wir Jesus anderen weitergeben. And if you're looking for something that will revolutionize your church, und wenn du irgendetwas suchst, was deine Gemeinde revolutioniert, nothing will do so like converted people who are sharing their faith. Dann gibt es nichts Besseres als wahrlich bekehrte Menschen, die ihren Glauben weitergeben. The Spirit of God urges us today, prophesy again. Der Geist Gottes drängt uns heute, weissage abermals. Share your faith with others. Und teile deinen Glauben mit anderen. Be involved in the work of evangelism. Bringe dich ein in das Werk der Evangelisation. Live your faith before others. Lebe deinen Glauben vor anderen aus. Let people see what a Christian looks like. Lass andere sehen, wie ein Christ aussieht. Let people see how God has blessed your life. Lass andere Menschen sehen, wie dein Leben von Gott gesegnet worden ist. Let people see what their lives could be like if they serve the God you serve. Lass die Menschen sehen, wie ihr Leben sein könnte, wenn sie demselben Gott dienen, dem du dienst. I was speaking at a camp meeting. Ich sprach bei einem Camp Meeting. It was in a town where I used to be church pastor. Es war in einer Stadt, in der ich auch früher einmal Gemeindepastor gewesen war. One of my old church members came to visit me. All die alten Gemeindeglieder kamen, um mich zu besuchen. As he got out of his car, he hobbled towards me, leaning on a walking stick. Ein altes Gemeindeglied kam, und als er aus dem Auto stieg, da ist er so an eine Krücke gegangen. Now I was surprised because he'd always been an active man. Und ich war überrascht, weil er immer recht aktiv gewesen war. But he had a problem with his feet, so he needed to lean on a walking stick. Okay, er hatte zumindest ein Problem mit seinem Fuß und er brauchte also so eine Krücke. And after exchanging greetings, und nachdem wir unsere Begrüßung ausgetauscht hatten, I noticed that walking stick. Da ist mir diese Krücke oder dieser Stock aufgefallen. I said, tell me about that walking stick. Und ich sagte zu ihm, erzähl mir was über den Gehstock. It was intricately carved. It had elephants carved in it. Der war ganz besonders geschnitzt. Da waren so Elefanten reingeschnitzt. He told me he got it in Africa on a mission trip. Er hat mir erzählt, den hat er in Afrika bekommen auf einem Missionstrip. And now years later, he's using it. Und jetzt Jahre später benutzt er ihn. But then he said, Pastor, I want to tell you something. Und dann sagt der Pastor, ich möchte dir etwas erzählen. He said, I realized that in my life I did not have a ministry. Er hat gesagt, ich habe realisiert, dass in meinem Leben ich keinen Dienst hatte. Now all his life this man had been a pillar of the church. Nun, dieser Mann war in all seinen Jahren eine Säule der Gemeinde gewesen. Very involved in all of the activities of the church. Sehr involviert in alle Aktivitäten der Gemeinde. He said, but Pastor, I realize it now, I'm not involved in ministry. Aber er sagte, Pastor, ich realisiere jetzt, ich bin gar nicht in den Dienst eingebunden. As he spoke to me, tears welled up in his eyes. Als er sprach, da füllten sich seine Augen mit Wasser. He said, I was praying to God, Lord, give me a ministry. Er sagte, ich habe zu Gott gebetet, Herr, gib doch auch mir einen Dienst. I said to him, Larry? Und ich sagte zu ihm, Larry? Aren't you a little old for that? Bist du nicht vielleicht schon ein bisschen alt dafür? I said, you are 92 Jahre alt. Genauso alt war er. Shouldn't you leave that for the young ones? Sollte man nicht das den Jüngeren überlassen? He knew I was just prodding him. Er wusste, ich wollte ihn nur so ein bisschen anstupsen. He said, "Oh, Pastor, it doesn't matter how old you are. You must have a ministry." Und er sagte, Pastor, das ist doch egal, wie alt man ist. Man muss einen Dienst haben. He said, "I prayed that God would make it possible for me to share my faith." Und er sagte, ich bete, dass Gott es mir möglich macht, meinen Glauben weiterzugeben. I was reading in the book of Exodus. Ich habe im Buch Exodus gelesen. Where God said to Moses, "What is that in your hand?" Als Gott dem Mose gesagt hat, was hast du dort in deiner Hand? And it was then that I realized. Und dann habe ich realisiert, sagt er. I thought about my walking stick. Ich habe über meinen Gehstock nachgedacht. That's what I had in my hand. Den habe ich in meiner Hand. He had a photo taken of the walking stick. Er hat ein Foto von diesem Gehstock gemacht. He put it on the front of a flyer that he designed. Er hatte dieses Foto dann auf die Vorderseite eines Flyers getan, den er selbst entworfen hatte. On the front, the walking stick, and it says, "What is that in your hand?" Auf dem Flyer war also dieses Bild von dem Gehstock und der Spruch, was ist das in deiner Hand?
Open it up, story of Moses. Und dann öffnest du den Flyer und dann ist die Geschichte von Mose. Then the story of Larry's testimony. Dann die Geschichte von Larrys Zeugnis. And then an appeal to follow Jesus. Und ganz hinten ein Aufruf, Jesus zu folgen. On the back, also a list of ministries to contact. Und auf der Rückseite eine Liste mit Missionswerken, die man kontaktieren kann. And now Larry walks into the supermarket with a walking stick. Und wenn jetzt Larry mit seinem Gehstock in den Supermarkt geht, and someone says, "Well, that's a beautiful walking stick." Und Leute sagen, oh, das ist aber ein wunderschöner Gehstock. And he pulls something out of his pocket. Dann nimmt Larry etwas aus seiner Tasche raus. He says, "I'm glad you noticed." Und er sagt, oh, ich bin so froh, dass dir es aufgefallen ist. And then he leans on that walking stick. Dann stützt er sich auf den Gehstock. And he says, "You can go ahead and read it while I wait." Und er sagt, du kannst dir das durchlesen, während ich warte hier. You know, that's one of the blessings about being old. You can get away with anything. Das ist ein Segen, wenn man alt ist. Man kann sich alles erlauben. And then when they get to the end and they've read it all. Und dann, wenn man so gegens Ende kommt. He says, "Do you have any questions?" Dann fragt er, hast du irgendwelche Fragen dazu? And many times he's had the joy of pointing people to Jesus. Und oft hat er die Gelegenheit gehabt, die Freude gehabt, Menschen zu Jesus zu führen. 92 years old. 92 Jahre alt. And wherever he goes, he takes his tracts with him. Und wo immer er hingeht, bringt er seine Traktate mit sich. He prays that God would lead him to somebody to share with. Und er betet darum, dass Gott ihn zu jemandem bringt, mit dem er seinen Glauben teilen kann. Friend, in the book of Revelation, we see God commissioning us to go. Wir sehen in der Offenbarung, wie Gott uns beauftragt zu gehen. Prophesy again. Weissage abermals. Before many peoples and nations and kings. Vor vielen Nationen und Völkern und Königen. If you're at work or at school, prophesy again. Egal ob du bei der Arbeit bist oder in der Schule, weissage nochmals. If you're on the bus or on the train, prophesy again. Wenn du im Bus bist oder im Zug, weissage abermals. Walking in the city, prophesy again. Wenn du in der Stadt arbeitest, weissage nochmals. If you make yourself available to God, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, God will use you in his service in powerful ways. Wird Gott deinen Dienst auf machtvolle Weise nutzen können. Others will have the opportunity to see Jesus and choose for him. Andere werden die Gelegenheit haben, Jesus zu sehen und sich für ihn zu entscheiden. And you'll be more blessed than anyone. Und du wirst gesegneter sein als alle anderen. Prophesy again. Weissage abermals. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. When? Wann? We don't know. Wir wissen es nicht. But we know he's coming soon. Aber wir wissen, er kommt bald. And we must work the works of him who sent us while it is day. Und wir müssen die Werke dessen tun, der uns gesandt hat, solange es noch Tag ist. I want to pray with you that we will use the day for the glory of God. Und ich möchte mit euch beten, dass wir den Tag nutzen zur Herrlichkeit Gottes. Let's kneel and pray together. Lasst uns gemeinsam niederknien. Our Father in heaven, we thank you for your great goodness to us. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die große Güte, die du zu uns hast. In the book of Revelation, you encourage us to prophesy again. In dem Buch der Offenbarung ermutigst du uns, abermals zu weissagen. We see that you've brought your people through great disappointment. Wir haben gesehen, wie du dein Volk durch große Enttäuschung geführt hast. And we don't want to wait. Und wir möchten nicht warten. We would rather be with you in heaven right now. Wir würden viel lieber mit dir im Himmel sein jetzt. But while we wait, I pray that we will serve you actively. Aber während wir beten, möchten wir dich doch bitten, dass wir aktiv für dich wirken können. I thank you for the many here who are committed to sharing their faith. Und ich danke dir für die vielen, die sich wirklich einsetzen, den Glauben weiterzugeben hier. But there are some of us, we're a little timid. Aber einige von uns sind vielleicht etwas eingeschüchtert. We're not confident. Wir sind nicht wirklich, wir haben nicht wirklich Vertrauen. And perhaps we are unsure as to how we can share our faith with others. Und vielleicht sind wir auch etwas unsicher, wie wir unseren Glauben weitergeben können. Lord, bring us opportunities. Herr, sende uns Gelegenheiten. Bring us someone that we can share Jesus with. Zeige uns jemanden, dem wir Jesus weitergeben können. Make us intelligent as to which method we should use. Hilf uns zu verstehen, welche Methode wir benutzen sollten. But give us a boldness.
Aber schenk du uns Kühnheit. Knowing that the saving message of Jesus Christ is the difference between eternal life and eternal death. Wissend, dass die Botschaft Jesu letztlich der Unterschied zwischen ewigem Leben und ewigem Tod bedeutet. Friend, are you willing to tell Jesus today that you are willing to be used to share him with others? Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du Jesus heute sagen, dass du willig und bereit bist, für Jesus zu gehen und anderen Menschen von deinem Glauben zu erzählen? Would you invite Jesus to use you to prophesy again? Möchtest du Jesus einladen, dich benutzen zu dürfen, damit nochmals geweissagt werden kann? I don't know how God will use you. Ich weiß nicht, wie Gott dich benutzen wird. But I know that he wants to use you. Aber ich weiß, dass er dich benutzen möchte. And he will if you give him permission. Und er wird es tun, wenn du ihm Gelegenheit dazu gibst. Lord, we ask you to take our abilities. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Fähigkeiten nimmst. I pray that you would give us courage. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst. And I pray that we will see many come to faith in you as we live and share our faith with others. Und ich bitte dich, dass viele noch zum Glauben kommen werden, wenn wir unseren Glauben ausleben und weitergeben. Bless us, please, and bless your church for your glory. Segne uns und segne deine Gemeinde zu deiner Ehre. We pray in Jesus' name. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.